defensiven Mittelfeld Jorrit Hendricks. Davor eine Dreierreihe mit... Oh, Fehler, Chris Klarer. Schusschance, Tor. Ja. Einmal freie Auswahl. Und dann war es passiert. Marius Kleinsorge macht in der 10. Minute das 1:0 für den SV Meppen. Da möchten wir uns eigentlich die Wiederholung ersparen. Aber ich fürchte, sie kommt trotzdem. So, da ist dieser Ball. Er hat geschaut, er hatte den Kopf oben und trifft dennoch den einzigen Blauen in diesem Raum. Kommt von Ole Käuper. Meppen hält den Ball im Spiel. Käuper nochmal, der defensive Mittelfeldmann. Hemmlein Käuper kann abschließen, tut das auch und macht das sehr, sehr präzise. Hoppla, 13. Minute, 0:2. Hemmlein legt rein, nochmal abgelegt. Ole Käuper macht das Tor. Sicherlich auch der Verletzungssituation geschuldet. Pettersson und das macht er souverän am Ende. 24. Minute, der Anschlusstreffer für unsere Fortuna durch Christopher Pettersson, der schon in einigen Szenen zuvor angedeutet hat, dass er ein bisschen was an Aktivität mit auf den Platz gebracht hat. Den haben sie bislang noch nicht unter Kontrolle bringen können. Setzt sich hier sehr, sehr leicht durch. Torwart auf dem falschen Fuß erwischt. Und jetzt müsste es schnell gehen. Kann es auch gehen. Und wieder Chris Pettersson. Der hat nun gar keinen mehr gegen sich. Da kommt er, der Innenverteidiger Pettersson. Super rübergelegt. Ruben Hennings. Innerhalb von knapp 2 Minuten. Der Ausgleich für Fortuna Düsseldorf. Immer der Blick. Chris Pettersson weiß immer, wo der Mittelstürmer steht. Der Mann mit der Kapitänsbinde. Da er krank war, macht er nur 20 Minuten und wird dann von Benjamin Böckle abgelöst. Und was ist das denn für ein Strahl? Jetzt geht es schon wieder so los wie im ersten Durchgang. Morgan Fassbender kaum in der Partie. Und schon hat er zugeschlagen, der gebürtige Stuttgarter, 24 Jahre jung, 2 Treffer in der Drittligasaison bislang. Ein wunderbarer Ball von Kleinsorge. Niemand, der sich da zu Fassbender orientiert hat. Und Jansen, der zweite neue Mann im Sturm, kann die Kugel nur noch rausholen. VfL Osnabrück bestritten haben. Daran kann man sehen, wie arg es sie getroffen hat. Und das Tor von Tom Gerkens in Zusammenarbeit mit Benny Böckle, dem Flankengeber. Maximal unglücklich für Erik Domaschke im Kasten, der Emsländer. Böckle schaut. Böckle sieht Tom Gerkens Aluminium. Sehr gut gemacht von Tim Oberdorf. David Kownacki mit Oberdorf. Und drin ist er tatsächlich, der Punch. Gesetzt in der 87. Minute. Und der Torschütze ist ein Publikumsliebling. Die 600 gehen nochmal schön aus dem Sattel hier.
Tim Oberdorf macht's. Der eigene Ballgewinn. Das war sehr bitter aus Sicht der Gäste. David Kownacki legt ab. Oberdorf findet die Hosenträger.